Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert. Stell dir vor, du lernst einen sehr alten und sehr reichen Mann kennen, der selber keine Kinder hat und überlegt, dir sein Vermögen zu vererben. 10 Millionen Euro hat er auf dem Konto, doch einfach so wirst du das Geld nicht erhalten. Um sicherzugehen, dass du die 10 Millionen erhältst, stellt er dich vor 7 Entscheidungen, um zu testen, dass du auch wirklich ein herzensguter Mensch bist. Nur wenn du immer die beste Entscheidung für deine Mitmenschen triffst, wirst du am Ende belohnt. Ob du alles richtig hast und ein wirklich sozialer Mensch bist, das werden wir am Ende des Videos auflösen. Probiere aber trotzdem bei deinen Entscheidungen ehrlich zu sein und auch das zu wählen, was du selber willst. Viel Spaß! Beginnen wir mit der ersten Entscheidung. Du bist mit deinen 3 Hundewelpen am Strand und gerade bis zum Kopf im Sand eingebuddelt. Vor dir ist eine große, haarige Spinne, die in wenigen Augenblicken zu den Hundewelpen laufen wird und sie beißen könnte. Das Gift ist nur für die Hunde gefährlich, dir kann die Spinne nichts anhaben. Sie befindet sich direkt vor deinem Kopf. Du könntest sie beißen und sie somit außer Gefecht setzen. Würdest du das tun, um deine 3 Hundewelpen zu retten? Entscheidest du dich für A, die Rettung der Hunde durch den Biss der Spinne, oder B, verzichtest du aufgrund von Ekel? Kommen wir zur nächsten Entscheidung. Ein Zug fährt auf eine Gruppe von 5 Menschen zu, die am Gleis festgekettet wurden. Es sind Kinder als auch ältere Erwachsene unter den Menschen. Auf dem einzigen anderen Gleis ist ein einzelnes Kind, das nicht festgekettet wurde, aber weil es stolperte, nicht mehr vom Gleis hochkommt. Du stehst neben dem Hebel, der die Fahrtrichtung ändern kann. Es gibt jetzt 2 Optionen. Option A wäre, nichts zu tun und den Menschen, die von einem Kriminellen am Gleis festgekettet wurden, ihrem Schicksal zu überlassen und dafür das Kind auf dem anderen Gleis zu retten. Oder du entscheidest dich für Option B. In diesem Fall legst du den Hebel des Gleises um und der Zug überrollt das Kind. Du hättest dafür aber die 5 Menschen gerettet. Welche Entscheidung triffst du? Und denkst du, der alte reiche Mann wäre zufrieden mit deiner Entscheidung? Weiter geht's. Du wirst von dem reichen alten Mann vor die Wahl gestellt. Würdest du eher dein Leben lang auf das Internet verzichten oder für den Rest deines Lebens keine Freunde haben? Wenn du dich für A entscheidest, hättest du nie wieder Internet, dafür aber Freunde. Mit B entscheidest du dich für das Internet, aber gegen jede freundschaftliche Beziehung, die in deinem Leben noch entstehen kann. Was wählst du? Und welche Entscheidung, denkst du, würde der alte Mann von dir verlangen, damit du sein Geld erhältst? Die nächste Entscheidung. Du stehst in einem Hochhaus auf dem Balkon einer Wohnung. Die alte Katze der Nachbarin über dir, die dich auch schon mehrfach angegriffen hat, ist nicht mehr so fit wie früher und rutscht vom Geländer des Balkons. Du hältst gerade dein neues Handy mit beiden Händen fest und siehst plötzlich die Katze fallen und kannst sie nur retten, wenn du dein Handy auch fallen lassen würdest. Würdest du A, die Katze fangen, obwohl sie dich schon mehrmals angegriffen hat und bereits in einem hohen Alter ist, oder wäre dir B, dein neues Handy wichtiger? Der alte reiche Mann will nun deine letzte Entscheidung haben und diese ist für ihn die wichtigste, also wähle deine Entscheidung ganz bedacht. Wenn du die Wahl hättest, was würdest du lieber? A. Angelogen werden oder B. Selber lügen? Bedenke aber, dass du das Geld nur erhältst, wenn du alles so entscheidest, wie es der alte Mann von einem guten Menschen erwartet. Dann lösen wir jetzt mal auf, wie du dich hättest entscheiden sollen, um das Geld des alten Mannes zu erhalten. Schreib uns auch anschließend mal in die Kommentare, wie du dich entschieden hast und ob du das Geld des alten Mannes bekommen hättest. Bei der ersten Entscheidung mit den Hundewelpen und der Spinne wollte der alte Mann, dass du dich für sie einsetzt. Er will, dass sein Erbe jemand erhält, der mutig ist und sich für andere stark machen kann. Die zweite Entscheidung mit dem Zug und der Frage, ob du eingreifst und das Gleis wechselst, ist eine sehr schwierige.
Der alte Mann wollte, dass du dich dafür entscheidest, einzugreifen und somit einerseits die Menschen rettest, aber dafür das Kind tötest. Denn in der Gruppe der 5 Leute waren ebenfalls Kinder. Du bist zwar kein Held, aber der alte Mann findet, du hast das Richtige getan. Bei der Entscheidung zwischen den Freunden und dem Internet erwartet der Mann von dir eine klare Entscheidung. Und zwar für A. Der alte Mann ist einsam und hat selber keine Freunde und Verwandte. Er will nicht, dass es dir später genauso geht. Bei der Frage mit dem Balkon will der alte Mann, dass du dich für A entscheidest und die Katze rettest. Habt ihr eigentlich immer noch alles so entschieden, wie es der Mann verlangte? Schreibt's uns mal in die Comments. Bei der letzten Entscheidung zu der Frage, ob du lieber angelogen werden willst, als selber zu lügen, ging es dem alten Mann vor allem um eine Sache. Und zwar um Ehrlichkeit. Ein ehrlicher Mensch sollte ja eigentlich nie lügen. Doch wenn ihr euch entschieden habt für A, dass ihr lieber angelogen werdet, als selber zu lügen, nur um den alten Mann zufriedenzustellen und das Geld zu erhalten, dann habt ihr wahrscheinlich selber gelogen. Und das tut ihr scheinbar gerne, wie jeder eigentlich ab und zu mal. Der alte Mann wusste das und so verlangte er, dass man sich für B entscheidet, dass man also lieber selber lügt, als angelogen zu werden. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr alles so entschieden, wie es der Mann verlangte? Hättet ihr theoretisch das Geld erhalten? Schreibt's uns unbedingt mal in die Comments und denkt dran, immer ehrlich zu sein. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal hier auf Wissenswert.